Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Wir probieren. Und zwar mit einer Roomtour. Es hat nämlich mehrere unter den Folgen drunter gepostet. Macht eine Roomtour, macht eine Roomtour. Da habe ich überlegt, will ich mir den Stress jetzt wirklich geben, die ganzen zugewichsten Socken aus den Ecken klauben. Aber okay, ihr wolltet es und ihr kriegt es. Ihr seht das Ganze noch von vorne. Und genau ab jetzt sieht es dann nämlich aus meiner Perspektive. Hoppa! Vorne die Kamera, groß Licht aufgebaut, sonst sieht das Ganze nämlich etwas blass um die Nase aus. Und zwar direkt zum Fernseher und links davon geht es dann Richtung Küche bei mir. Daneben natürlich direkt beim Eingang der ganze Fusel, hauptsächlich Scotch, Talisca, Lafroy, dazwischen noch ein bisschen Rum, Santero, Dimple, ja. Jackie von früher noch diverse Flaschen, aber die stehen jetzt schon ewig voll rum. Also nachdem er auf das ordentliche Zeug umgestiegen ist, ist es irgendwie nicht mehr so das Wahre. Glendive, immer noch einer meiner Favoriten. Glenfiddich, Ballantines, Outback, ja, das übliche. Chivas Regal, Lagavulin. Senft, auch sehr zu empfehlen. Von Max natürlich empfohlen damals bekommen. Ja, ein bisschen Tequila. Ein schöner Rum, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Das ist New Groove aus Mauritius. Dann haben wir noch ein bisschen Jack. Der geht dann schon eher weg wie der Jack Daniels. Also der, ach, Jack sage ich, den Johnny Walker meine ich. Und noch ein paar Gläser. Das ist die Couch und die Rückwand, die ihr schon gut kennt. Viele hatten schon gefragt gehabt, was sind das für schwarze Mulden da drinne? Das sind eingelassene Glasplatten, dass man da zum Beispiel Gläser drauf abstellen kann. Hier drüben steht natürlich auch noch ein Haufen Alkohol rum, dahinter noch ein paar Xbox-Spiele. Ich habe damals mit der Xbox angefangen, das war meine erste Konsole, ich war ein bisschen Spätzünder. Da hat sich auch noch einiges angesammelt an Spielen. Das ist noch PS2 und ein bisschen Wii und davor noch ein bisschen N64 und ein bisschen Gin. So, noch ein bisschen Musik. Das ist bei mir wild durchgewürfelt. Also Paw Stella, Queens of the Stone Age kommt dahinter, dann noch diverse Sachen. Nine Inch Nails und auch hier sind nochmal einige verschiedene Sachen, hauptsächlich auch noch Soundtracks. Bunt gemischt und das Kernstück natürlich Filme, 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 Filme und Laserdiscs, auch Filme, logisch. Laserdiscs waren 170. DVDs hat man vorhin auch mal gezählt gehabt, waren 200, Blu-Rays, oben geht es auch nochmal weiter mit Blu-Rays und 3D-Blu-Rays, waren auch 120 normale Blu-Rays und hier sind dann die ganzen 3D-Blu-Rays, also der kleine Fernseher, den ich hier stehen habe, der ist auch 3D-fähig und noch die ganzen Konsolen nochmal, Wii, N64, PS2, LD-Player, Xbox und mein Blu-Ray-Player und noch eine kleine verträumte externe. Drüben geht es dann raus auf den Balkon. Aber den lassen wir jetzt mal zu. Da steht eh nichts Wichtiges Interessantes rum. Und noch ein kleiner Blick nach draußen. Wer aufgepasst hat, sollte wissen, dass wir in der Nähe von Stuttgart, oder ich zumindest in der Nähe von Stuttgart wohne. Ab, Flur, Küche, ja, nichts Wildes. Im Flur vielleicht noch interessant. So, hier nochmal die Bilder im Detail. Die Spiegel meine ich, Jim Beam, Valentino, Jackie, Guinness, Coke Baby, nochmal ein Jack, Mr. Jack Daniels himself, Beef Eater, Gin, wer es nicht kennt, Johnny Walker, Campari und das schiefe Regal und ich. So, ich werde nicht verraten, was hinter dieser, also welches Bad hinter dieser Top Secret Tür sich versteckt. Natürlich braucht ein Mann von Welt einen begehbaren Kleiderschrank. Also hier gibt es einfach nur stumpf Klamotten ohne Ende. Anzüge, Hosen. Ein, zwei der T-Shirts, die auch bei Wir probieren regelmäßig verwendet werden. Ja, Hemden. Nichts Wildes. Klamotten halt, kennt man, oder? Genau. Und zum Schluss, das Wichtigste, das Arbeits- und Fick, also das Arbeitszimmer. Ja, mein kleines Boxspringbett. Musste sein. Da komme ich auch noch auf den Balkon raus. Das ist der Relentless-Kühlschrank, den wir damals gewonnen hatten. Jeder ein. Hab. Ein, zwei Bücher. Moment, jetzt gehen wir ein Stück zurück, dass wir es besser sehen.
Bücherchen und zwar diverse Richtungen. Also ich habe zum einen oben noch Mangas, ach ja, meine Kunsthitte. auch diverse Flaschen, die ich noch ganz schick fand. Die Nazi-Cola, die wir mal gedreht haben. Die Laminate, Dragon Ball, alle. Ein bisschen Platz. Puff's Maul. So, Conan und auch Conan-Sammelbände. Conan habe ich nicht alle, fand ich mal eine Weile ganz interessant. Inzwischen bin ich von weg. Ja, ich hatte mal angefangen mit George R. R. Martins Lied von Feuer und Eis, finde ich auch. Ja, es liest sich eigentlich ganz angenehm, aber irgendwie auf Dauer wird es dann öd. Da finde ich dann irgendwie Game of Thrones dann lustiger zu gucken. Von Tolkien so ziemlich alles, was es gibt. Von Dan Brown inzwischen auch so ziemlich alles, was es gibt. Ken Follett finde ich immer noch sehr, sehr angenehm. Gefällt mir. Seine Bücher lese ich immer und immer wieder. Und man merkt es kaum, ich bin Star Wars Freak. Also nicht nur Filme, sondern auch die dazugehörigen Romanreihen von diversen Autoren finde ich sehr, sehr, sehr geil. Auch heute noch, man sieht es ihm auch ziemlich gut an. Mein meistgelesenes ist Sturm über Tatooine. Kann ich sehr empfehlen. Für alle, die irgendwie an Star Wars hängen. Es sind nämlich ein Haufen Kurzgeschichten zu allen Charakteren, die damals im ersten, also schrägstrich vierten Teil, in der Kantina saßen. Sehr cool. Ja, auch ich habe Harry Potter gelesen. Schande über mein Haupt. Frank Schätzing, gemischt. Ja, Unterlagen, Steuer, braucht man. Und Humorzeugs und Zweiter Weltkrieg. Also ich habe hier noch ein paar, wie heißt's, Comicbücher. Also das meiste von Mark Miller. Kick-Ass, Kick-Ass 2. Prelude zu Kick-Ass Wanted. Und auch von Ralf Rute und von Joscha Sauer. Die Nicht-Lustig-Bände. Und natürlich PC. PC. Big PC, Alter. Bildschirm, Tastatur, ja. Das ist der Ava Media. Mit dem nehmen wir die LPs auf. Mixer muss natürlich auch ran. Für ordentlichen Sound haben wir beide ein ordentliches Mikro da hängen, meine Anlage. Ja, Drucke, Shishas, Games. Was man also braucht, ne? Und natürlich läuft hier probieren. Wie soll das auch anders sein? Ich gucke ja nichts anderes den ganzen Tag. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und jetzt habt ihr mal meine Bude gesehen. Adios. Ciao, ciao. Wir haben noch den Ersatz, Max. Falls der andere Geist aufgibt und leckt wie Drecksau, nehmen wir den da. Ugh.